Hallo, guten Morgen. Ich begrüße euch. Da sind wir wieder. Hallo Katrinchen, hallo Petra und Dorothee. NB ist auch dabei. Hallo. Einmal runterscrollen. Wo geht's weiter? Da, Ingrid und Luise und Ulrike. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, es geht euch gut. Hallo auch an Christiane. Und Silvia und Elke und Heidi, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gesund, guter Stimmung. Gemütlich ist es ja vom Wetter her. Kann man schön zu Hause bleiben, gemütlich stricken, Kekse backen, sehe ich gerade schon. Und dann, ja, weiß ich nicht, Irmgard, ob es abwechslungsreich wird. Ich gebe mein Bestes. Wir machen heute natürlich größtenteils Hanne und da freue ich mich schon richtig drauf. Bild und Ton sind schneefrei, perfekt. Danke, Katrinchen. Vielen lieben Dank. Du machst ja hier schon fast Moderator-Tätigkeiten. Aber ich sag's ja immer wieder, es hilft mir sehr. Denn selbst wenn das hier bei mir gut aussieht, aber es muss ja auch bei euch gut ankommen. Deshalb Feedback immer gerne. Schnee hatten wir gestern tatsächlich auch schon so ein paar beim Spazierengehen, später Nachmittag so ein bisschen gekrissel in der Luft, aber liegen bleibt natürlich nichts und das ist auch ganz gut so. Und dann können wir. Oh, Martina strickt schon am schon am Kuschelschal. Sehr cool. Ja, das sind manchmal so, also das Modell ist ja wirklich alt. Ich hatte das mal in der Landerleben veröffentlicht. Aber ich trage das immer noch. Ich glaube, es ist 8 Jahre her. Ich finde, das sieht man dem nicht an. Das ist immer noch ein spitzenmäßiger Schal. Und das sind mir immer die liebsten Modelle, die wirklich zeitlos sind. Und ja, danke Martina, coole Rückmeldung. Ja, Ulrike, mir geht's wieder gut. Das war ein Erkältungsanfall letztes Wochenende so ja, wie nennt man das, wenn es immer zum Wochenende ausbricht? So die Woche über hält man sich wacker und kaum kehrt ein bisschen Ruhe ein, so boom. Hat man das Gefühl, es verschlechtert sich und ich habe gedacht, ich brauche einen Tag raus aus allem, sonst wird es richtig schlimm und das habe ich auch gemacht. Den ganzen Sonntag im Grunde nur geschlafen und ja, das war sehr gut, weil dann ging es mir prompt wieder besser. Und man muss auf sich aufpassen, das hilft alles nichts. Das Stresslevel ist sehr hoch. Und da kann man nur entgegenwirken, indem man gut auf sich aufpasst. So, fangen wir an. Es gibt heute natürlich wieder ein Gewinnspiel. Und zwar habe ich zwei wunderbare Stränge von der Huasco Sock zur Verlosung. Einmal die melierte, einmal die unifarbene, auch wenn es jetzt hier nicht so aussieht, die passen super zusammen, die beiden Rottöne. Handgefärbt, einmal handbemalt, einmal im Kessel. Super weiche Merino-Wolle, wirklich ein Träumchen. Und das könnt ihr gewinnen. Ich habe vorhin noch geguckt, was kann man draus stricken, kann ich euch kurz zeigen. Zum Beispiel reicht das locker für, wo bin ich hier? Da bin ich. Für das Löwetuch. Da. Sternzeichen, Löwetuch braucht man exakt 200 Gramm. Oder auch für dieses hier Tuch Florentina. Das sind so die Größen, die man damit hinbekommt. Also ein schöner Gewinn. Und ihr wisst, was ihr dafür tun müsst. Einfach nach diesem Live einen Kommentar hinterlassen, wenn der Live beendet ist und man kommentieren kann.
Und am kommenden Mittwoch, also in 2 Tagen, wird ein Gewinner per Zufallsgenerator ausgelost, wird dann im Community-Tab bekannt gegeben. Immer noch keine Lösung für mein Mikro, dass ich immer noch drumherum gucken muss. Aber also hier, Community-Tab, da werde ich dann den Gewinner posten. Aber das wisst ihr ja mittlerweile. So machen wir das. Es ist auch ein wirklich schönes Rot und kostet 22 Euro im Strang. Ich habe die Preise, oh, ich habe, nervt mich gerade dieses Thema. Es gab eine Preiserhöhung, ich habe es noch nicht umgesetzt, aber irgendwann in den nächsten Wochen müssen wir auch ein bisschen erhöhen. Aber im Moment sind noch die alten Preise, obwohl ich schon zu neuen, höheren einkaufe. Aber das ist immer so ein Thema, das nervt mich wie Hölle. Nur hilft ja nichts. So, also das Gewinnspiel haben wir. Heute das Hauptthema ist natürlich Jacke Hanne, unser Nittelong. Es geht um die Länge und um die Weite. Das machen wir alles gleich schön und auch um den Maschenanschlag an Maschenprobe angepasst. Termine muss man ja auch mal so langsam drüber nachdenken, ist ja nicht mehr lang hin bis Weihnachten. Und zwar habe ich mir so im Groben gedacht, wie folgt. Heute gibt es noch mal ein bisschen Theorie zu Hanne, also wie ihr sie euch vergrößert, erweitert und wie dann euer Maschenanschlag aussehen kann, angepasst an eure Maschenprobe. Mit dem Stricken fange ich nächsten Sonntag an. Also hier live zeige ich euch, wie was, Wendemasche und so weiter am ersten Advent. Aber ihr könnt natürlich auch schon selber vorher anfangen. Wir machen das ja immer so, dass wir jetzt nicht so einen festen Termin haben. Kann ja jeder so ein bisschen machen, wie er will. Zweiter Advent wird es auch noch um Hanne gehen. Dritter Advent, ja, vielleicht noch Hanne fragen, so die Reste vielleicht. Oder schon noch ein Q&A vor Weihnachten, möchte ich auf jeden Fall noch einen machen. Und ob ich am vierten Advent auch noch streame, das hängt so ein bisschen davon ab, wie sich das alles hier bei uns entwickelt vor Weihnachten. Auf jeden Fall bin ich ab 23., nee, am 24. fahre ich in den Urlaub, 2 Wochen Dänemark, und dann bin ich bis zum 8. Januar ohnehin auch erstmal weg. So ist es. So, ich habe mir fest vorgenommen, ich gucke in den Chat, wenn noch wer Fragen hat zu Hanne. Aber dann mache ich ja sowieso immer, nur wenn ich anfange zu erklären, dann wird es ein bisschen schwierig. Und wenn wir noch Zeit haben, dann eure Projektfotos auch noch. Und dann haben wir heute ein schönes Programm, auf das ich mich sehr freue. Genau. So, muckwidat. Also. Das ist sie, die kleine Hanne. Hanne in Mini. Mache ich ja seit einiger Zeit immer, kann man immer super schön dran zeigen. Was hatten wir bislang? Danke, Angelika. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Brauche ich dann auch. Also ich liebe meinen Job, möchte es nicht missen, arbeite auch gerne und auch sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel, aber das trotzdem braucht man mal eine Auszeit. So, Schluss. Jetzt konzentriere ich mich. Das ist Jacke Hanne, die stricken wir alle gemeinsam, beziehungsweise ihr müsst ja nicht, ihr könnt euch auch erstmal Appetit holen und später anfangen. Und wir haben im Grunde geklärt, was kann man dafür für Wollen nehmen? Wie viel braucht man?
Das heißt nicht, dass ihr nicht mehr fragen könnt, aber so nach meinem Programm sind wir damit durch. Welche Wolle, wie viel? Wir hatten gesagt, Ärmel dran, eher nicht so bei dem Modell. A-Form, also hier unten weiter werdend, auch eher nicht so, weil es ist ja eine kurze Jacke, die sowieso nicht bis zur Hüfte geht. Also warum dann A-Form, ist gar nicht nötig. Strickmuster würde ich bei Kraus rechts lassen, weil ich es einfach das Optimalste finde für Hanne, eben wegen den Wendemaschen. Was hatten wir noch? Ach ja, den Zopf kann man machen, muss man aber nicht. Es wird ja quer gestrickt. Hier ist der Maschenanschlag, in die Richtung wird gestrickt. Und wenn ihr den Zopf dran strickt, wächst der in der Höhe natürlich schneller als das Kraus rechts. Das heißt, bei der großen Jacke ist der dann auch so ein bisschen welliger als das Kraus. Und auch hier unten am Saum auch. Das fällt nur bei der Kleinen nicht so sehr auf. Ich mag das, sieht passend aus, aber wer genug zu tun hat mit dem Verkürzen, kann den Zopf auch einfach weglassen und komplett in Kraus stricken. Das geht natürlich auch. Dorothee würde gerne schließen. Ja, es kommen ja Knöpfe dran, Knöpfe und Knopflöcher. Und es kam ein Wunsch nach Taschen auf. Dazu habe ich mir aber in der Zwischenzeit überlegt, wenn Taschen, würde ich sie aufsetzen. Und zwar ganz, ganz am Schluss. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, sie gleich einzuarbeiten. Da müsste man hier oder hier direkt einstricken. Und ich kann das gerne mal zeigen. Meine Knöpfe klappern dauernd an den Tisch, das nervt. Muss ich mal eben hier. So. Also das Taschenthema nochmal aufgreifen. Bei Hanne würde ich sie nicht mit einstricken, weil Hanne so ein kleines bisschen spannend ist, wie sie sich später verhält, ob sie sich lenkt oder weitet oder was. Aber eine aufgesetzte Tasche, das ist hier Originalgröße, die kann man natürlich ganz zum Schluss machen. Und das zeige ich dann auch. So viel habe ich mir schon mal zu Taschen überlegt. Also, das Thema ist nicht vom Tisch und kommt. Der Zopf beginnt direkt in der ersten Reihe, Fanny. Und was noch wichtig war, macht sie nicht zu locker, sondern damit es euch nicht so passiert, also von der Maschenprobe her, wie bei meiner. Die dann ja durchs Tragen hier oben im Halsbereich super weich geworden ist und ausgeleiert ist und hier oben keinerlei Halt mehr hat. Also ihr seht es, das dehnt sich bis ins Unendliche und hat dann hier, gerade hier im Hals, keinerlei Halt mehr. Und ich bin noch am Testen, ich will die ja anfilzen. Hatte ich ja gesagt. Deshalb habe ich nochmal, das ist die gleiche Wolle, Kathmandu Fingering. Haben auch ein paar von euch. 17 Maschen auf 10, zu locker. Und um zu filzen, habe ich eine neue Maschenprobe gestrickt. Ist nur eine andere Farbe, ist aber die gleiche Wolle. Hab versucht mit der Hand im Waschbecken, da hat sich gar nichts gefilzt. Dann habe ich es in die Waschmaschine geschmissen. Kalt, hat sich gar nichts gefilzt. Dann habe ich Weiß Light, habe ich bei 60 Grad gewaschen und da hat es sich zu stark gefilzt. Also habe ich noch eine Maschenprobe gestrickt und bei 40 Grad gewaschen und das ist so das, was ich mir vorstelle. Es ist angefilzt, aber nicht komplett. Und es ist auch nicht so super klein geworden, weil die darf ja nicht extrem klein, das passt zu mir nicht mehr. So, aber das an der großen Jacke habe ich mich noch nicht ganz getraut. Da muss ich auch in Stimmung für sein, dass ich die dann in die Waschmaschine
schmeiße und bei 40 Grad anfilze. Und Kathmandu Fingering doppelt Ute ist eine super Idee, kannst du super machen. Und dann kannst du auch in der nötigen Festigkeit stricken. Das kriegt man mit der, wenn man sie einfach nimmt, muss man schon eine sehr, sehr dünne Nadel nehmen, damit man die fest genug hinkriegt. Also, egal welche Wolle ihr benutzt, feststricken ist diesmal gut. Wenig Platz. Okay, so, das haben wir eigentlich alles jetzt gehabt. Und heute geht es um, was hat es mit der Länge der Jacke auf sich und vor allen Dingen, wie kriegt man sie weiter? So, und wenn jetzt keine Fragen speziell sind, würde ich damit auch anfangen. Ute fragt, welche. Das ist die Noro Silk Garden Sock. Turner 72. Und hier vorne ist so viel Blau, weil die ist halt, aber eigentlich ist die sehr schön gemischt mit viel Grün, bisschen Schwarz-Grau. Also eine sehr, sehr schöne Farbe. Ja, Karin, Filzen geht entweder, wenn man es nicht erwartet, aber wenn man es drauf anlegt, ganz schön schwierig. Ginetta, ob man fragt, ob man nicht oben auch einen Zopf machen kann. Also der Kragen klappt sich ja um. Deshalb würde ein Zopf oben gar nichts bewirken, weil den Halt braucht man hier, da wo der Halsausschnitt sitzt. Da muss es Halt haben. Und ich habe mir schon gedacht oder überlegt, dass ich in meine ein Band einnähen oder einziehen werde. Trotz enger Maschenprobe, trotz eng gestrickt, will ich hier in diesem Bereich zumindest auf der Rückseite ein Band einnähen. Das kennt ihr doch, das mache ich ja eigentlich in jede Jacke. Hier oben ein Band rein. Traue ich mich jetzt hier wegen der Kälte. Ich zeige es einmal kurz. Es ist nämlich hier, meine Heizung kann ich nicht so richtig anmachen, sonst hört ihr nichts mehr bei meiner alten Heizung. Aber ich ziehe mal einmal kurz aus und flott wieder an. Halsausschnitt, Samtband einnähen. Und das gibt so richtig cool Halt. Da kann nichts mehr ausleiern und ausdehnen. Und das werde ich bei Hanna auch machen. Zeige ich euch dann. Boah, schnell wieder an. Das ist doch zu kalt. Genau, deshalb. Also ein Zopf wäre eine optische Lösung, Ginetta, aber keine, die für Halt sorgt, hier oben im Halsbereich. Und ja, optisch klar, das kann ganz süß aussehen, da oben einzumachen. Das könnt ihr ja machen. Petra fragt, wie viel Stränge aus der Fingering, wenn sie doppelt genommen wird. Ach, das ist immer eine Horrorrechnung, weil man es eigentlich nicht rechnen kann. Es ist nicht das Doppelte, es ist weniger als das Doppelte. Ich habe vergessen, wie schwer meine Jacke ist aus der Kathmandu Fingering. Ich habe es tatsächlich vergessen. Ich glaube, es waren 300 Gramm. Ja, 300 Gramm. Und das Ganze jetzt mit doppeltem Faden verstrickt. Also ich würde Minimum 500 Gramm veranschlagen. Kathmandu Fingering in doppelt. Ich habe aber neulich gemerkt, das ist jetzt zwar ein bisschen anderes Thema, aber macht ja nichts. Ja, Silvia, so ist es. So, und weißt du, Silvia, warum ich überhaupt eine Erkältung gekriegt habe?
weil ich wollte Heizung sparen. Ich wollte Heizung sparen und habe im Büro, also hier an meinem Schreibtisch, bin ich kalt geworden. Und wer viel am Schreibtisch arbeitet, der kennt das, wenn man einmal kalt geworden ist, du wirst nicht mehr warm. Der Kreislauf ist unten, du wirst nicht mehr warm. Und ich war so vertieft in meine Arbeit und ich bin ja dann auch richtig oft im Flow und arbeite und denke und es macht mir Spaß und alles. Ich habe es nicht gemerkt. Ich bin so dermaßen ausgekühlt und das zwei, dreimal hintereinander und boom. Ja, also deshalb, das muss man aufpassen zurzeit. Oh, Friederike, genau. Nee, also Thema Zopf, Hals ist vom Tisch, weil Friederike hat jetzt gerade den entscheidenden Hinweis nochmal gegeben. Der Zopf wäre ja von der linken Seite zu sehen. Also, wenn er sich denn dann umklappt, ne, dann ist er ja nicht so schön von rechts zu sehen, sondern von der linken Seite. Und man könnte ihn natürlich direkt umgekehrt dran stricken. Aber was macht man, wenn der Kragen sich dann nicht umlegt? Sondern so, also nee, Friederike, hast du völlig recht. Aus meiner Sicht macht ein Zopf da oben. So ist das Stricken. Man muss es wirklich am besten immer praktisch anfangen und dann sieht man sowas sofort, was man in der Theorie dann eben nicht. Sofort erkennt. Also Kathmandu doppelt 500 Gramm plus und ich wollte noch dazu sagen, dass ich mir gerade eine Jacke abändere, die ich vor 5 Jahren gestrickt habe und wahnsinnig froh bin, dass ich Reste, ich hebe von jedem Strickteil, was ich mir stricke, Reste auf. Das ist ein bisschen nervig. Man hat ja immer so einen ganzen Beutel rumstehen und das summiert sich ja und wird auch mehr und ist nicht hübsch, sondern einfach nur platzraubend. Aber ich bin immer froh, wenn ich dann noch mal was ändere, dass ich die Originalwolle habe. Und ja, vielleicht muss man es dann hier auch so sehen. Also lieber 6 Knäule. Die Kathmandu Fingering sind ja keine Stränge, sondern Knäule. Und dann lieber ein bisschen mehr. So, jetzt aber das Thema der Länge. Das linke Vorderteil, also wenn ich es mir nochmal so anhalte, ist ja dieses hier. Linke Vorderteil ist der Maschenanschlag. Und diejenigen, die die Anleitung haben, das kann man aber nicht schön sehen. Es ist auch nicht wichtig, dass das Hauptsache ihr erkennt so halbwegs den Schnittumriss. Ich will da nur was dran deutlich machen, kurz. Die Länge der Jacke ist hier 56 Zentimeter. Sechsundfünfzig, 10 Zentimeter für den Kragen, aber der klappt sich nicht vollständig um. Der klappt sich nur so ein Stückchen um, vielleicht 5, 6 Zentimeter. Das heißt, euer Maschenanschlag ist exakt die gesamte Länge der Jacke. Und wer sie verlängern möchte, der muss hier unten was anstellen. Also nicht hier oben. In dem Bereich würde ich nichts ändern. Das würde ich exakt so lassen wie in der Anleitung, sondern wenn, dann hier unten im Seitenteil was anstellen. Ich habe aber auch eine neue Skizze gemacht, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Jacke ja entworfen für
die Zeitschrift Sandra, als ich da die Chefredaktion mal hatte vom OZ-Verlag aus. Und der OZ-Verlag hatte diese Skizze gewollt. Die ist aber gar nicht so optimal und deshalb habe ich jetzt nochmal umgezeichnet. Das ist ein bisschen dunkler, das ist besser zu sehen. Und zwar Platz. Ist diese Form, das, dieser Trichter oder was das ist die Hanne. Und da kann man sehr schön erkennen, wie der Schnitt aufgebaut ist. Das hier ist der Maschenanschlag. Geht auch dran, Maschenanschlag, Strickrichtung. Und Kasse ist auch im Weg. Diese Skizze lade ich in den Mitgliederbereich. Und die anderen müssen sich bitte einen Screenshot machen oder das per Hand abzeichnen. Ich lasse es mal kurz deshalb so liegen. Und die Mitglieder kriegen einen Link dazu. Das ist so zu sehen, dass diese Ellipsen die Armlöcher sind, ne? Und das ist der Saum, das ist der Kragen. Hier ist ein Punkt, wo gewendet wird. Und da ist ein Punkt, wo gewendet wird. Stifte. Also auf dieser Linie gibt es dann Wendemaschen und auf dieser Linie auch. Das Armloch liegt da. Danke, Ursula. Danke für dein Abi. Abo, vielen lieben Dank. Und auch Pix, gleich zweimal Abo. Vielen lieben Dank. Ich hab den Link aber noch nicht reingepackt. Ich mache das nach dem Stream. Also nicht, dass ihr schon jetzt sucht. Nee, Katrinchen. So ist das zu sehen. Es wird so, das ist die Strickrichtung. Das ist Maschenanschlag und es wird so rumgestrickt. Und wenn ihr diesen Umriss vergleicht mit meiner kleinen Mini-Hanne, dann seht ihr es auch. Die Form ist die gleiche. Ich kann nur auf einer 2D-Zeichnung nicht abbilden, dass der Arm hier weiter ist. Das lässt sich nicht abbilden auf 2D. C. Aber ansonsten hier Kragen, hier Saum, hier Saum. Und das sind dann halt, da kommen die Arme raus. Silvia kann nicht, weil es zu hell ist, ist wenig kontrastreich. Ja, ich weiß. Kann man gucken, ob ich es dunkler. Beziehungsweise ich kann es dunkler machen. Und mach mal kurz dunkler. Gut, dass ihr sowas sagt. Dann so, also noch dunkler, dann erkennt man die Hanne nicht. So müsste es besser gehen. Oh, krass. So machen wir mal so ein Mittelding. So. Okay. Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie es jetzt gestrickt wird, ich stricke das nächste Woche, nächsten Sonntag, am ersten Advent. Stricke ich es konkret vor, aber damit ihr jetzt schon mal eine Vorstellung habt, hier wird gewendet, hier wird gewendet, also übertragen. Das heißt, Maschenanschlag.
Und ihr kommt von hier. Ihr strickt also erstmal 2 Zentimeter ohne irgendwelche Wendungen und so weiter. 2 Zentimeter und dann geht's los. Es muss sich ja diese Form entwickeln. Und die entwickelt sich, indem ihr einen Rapport strickt über 6 Reihen. Und zwar einmal in Reihe bis hierhin wenden zurück. Nächste Hinreihe bis zum zweiten Marker und zurück. Und dann einmal über alle Maschen und zurück. Und so sind hier immer mehr Reihen als hier oben. Und es wächst hier unten und wächst und wächst und wächst. Und hier oben wächst es halt nur ein bisschen. So ist das. Das sind 6 Reihen. Also bis zur ersten Maschenmarkierung, dann bis zur zweiten und dann über alle Maschen. So ist das Prinzip. Da, soweit. So, und jetzt zurück zum Maschenanschlag. In der Originalanleitung, die ihr da habt, werden ja hier 90 Maschen angeschlagen. Bei einer Maschenprobe von 16 Maschen für 10 Zentimeter. Katja fragt, warum sind die Armellipsen nicht senkrecht? Weil die nicht senkrecht sind, wenn du hier dir die, das sind ja nicht einfach nur Schlitze, sondern die gehen ja waagerecht über ein längeres Stück. Deshalb. Und so, warte, ich habe es vergessen, aber ich weiß, dass ich deinen Namen spiegeln muss. Ich sage jetzt einfach Angel. Du hast natürlich genau recht, weil die waagerecht gearbeitet werden. Genau. Okay, 90 Maschen stehen in der Anleitung, 16 Maschen. Und diese 90 Maschen, jetzt in die Anleitung, ich habe es nicht ganz auswendig, verteilen sich auf 60 Maschen im unteren Teil, 12 Maschen im zweiten Teil und 18 Maschen im oberen Teil. Soweit alles klar? Jetzt sollte ich das einstellen. Ist jetzt zu dunkel ist es jetzt nicht, oder? Das ist die kleinste Größe, Katrinchen. Das ist die S, die, das hast du ja aber auch in der Anleitung stehen. Die zweite Größe hat dann, vierundneunzig Maschen und die letzte dann 98. Aber ich gehe ja sowieso davon aus, dass du nicht 16 Maschen auf 10 Zentimeter hast. Sondern
bestimmt eine andere Maschenprobe. Und ich kann das gerne für den einen oder anderen vorrechnen. Denn das geht dann so. Erstmal überlegt ihr euch, sind, ich hatte doch so schön, ich habe doch ausgedruckt. Ist ja auch egal, ich zeichne jetzt flott. Reichen euch 56 Zentimeter Länge? Das wäre jetzt erstmal der erste Schritt. Ihr messt hier oben am Schulterpunkt, da wo der Hals an die Schulter stößt, von da runter und überlegt, reichen euch 56 Zentimeter. Wenn ja, dann skizziert ihr euch diesen Trichter und rechnet auf eure. Hallo Sandra, herzlich willkommen bei den Mitgliedern. Vielen lieben Dank. Im Mitgliederbereich, da findest du die Anleitung, was dann auch die Antwort für Waltraud ist. Da ist ein Link, da klickst du drauf und dann öffnet sich das im Browser. So, 56 Zentimeter. Sagen wir jetzt mal, Katrinchen, was hast du für eine Maschenprobe? Weißt du das schon? Also ich habe bei der Silk Garden 19 Maschen und nicht 16. Das heißt, ich rechne mir erstmal aus, wie viel sind jetzt 56 Maschen, Zentimeter, wenn ich 19 Maschen auf 10 Zentimeter habe. Und genauso macht ihr es auch. Überlegt euch, wie lang soll sie werden? Sind 56 Zentimeter ausreichend? Und wie ist eure Maschenprobe? Und kurze Unterbrechung, dann doch noch mal auf die Anleitung. Die Anleitung bekommt ihr, wenn ihr im Yarnstore, das ist ja mein Online-Shop, Wolle kauft und euch die Anleitung zu Hanne in den Warenkorb mitlegt, dann wird, ist die Anleitung kostenlos. Oder ihr werdet Mitglied. Mir ist auch nur für einen Monat meines YouTube-Kanals. Da findet ihr sie dann im Mitgliederbereich. Oder ihr kauft sie euch, weil ihr eigene Wolle habt. Also, Katrinchen hat 20 Maschen. Und ich glaube, bei dir wären 56 Zentimeter Länge auch ganz in Ordnung. Würde ich jetzt mal so sagen. Dann auch einen dickeren Stift nehmen. Vielleicht noch ein bisschen dicker. So. Etwas dicker. Also ich rechne jetzt am Beispiel von Katrinchen. Katrinchen hat 20 Maschen. Und möchte auch 56 lang stricken. Und mein Rat wäre, macht sie erstmal nicht so lang. Das kann vielleicht Renate machen, die Experte ist und sich das alles super selber umrechnen kann. Aber jetzt so für den Normalstricker würde ich erstmal nicht zu lang machen, sondern bei der Kurzjacke bleiben. Dann geht das Ganze ja mit Dreisatz. Also 56 cm mal 20 Maschen, teilt durch 10, dann schlägt Katrinchen 112 Maschen an. Und nicht 90, wie in der Anleitung steht.
Hallo Yvonne, herzlich willkommen und vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Guckt alle auf jeden Fall nach dem Stream, da verlinke ich diese Skizze auch. So, also Katrinchen, du schlägst 112 Maschen an. Jetzt musst du ja aber noch wissen, wo setzt du deine Maschenmarkierer? Und die 56, das habt ihr auch im Schnitt, wenn ihr die Anleitung habt, da steht das dann auch, sind dann hier unten 38 Zentimeter. 8 cm und ich und Kopf rechnen, das ist eine Katastrophe. 56 minus 8 minus nochmal 56 minus 8 minus 30, 10. Müssen hier oben noch übrig bleiben. Und dann verteilst du deine 112 Maschen auf die Abschnitte. Auch genau wieder mit Dreisatz. Also hier oben kann man einfach rechnen. 10 cm sind dann 20 Maschen. Aber 8 cm mal 20 geteilt durch 10. Könnt ihr folgen, wie ich das hier mal 20 geteilt durch 10, 76. So verteilst du deine 112 Maschen. Weil du die 90 Maschen, die in der Anleitung stehen, ja nicht nehmen kannst, weil deine Maschenprobe nicht 16 Maschen sind, sondern 20 Maschen. So, und jeder, der auch 20 Maschen auf 10 cm hat, kann das so übernehmen. Also 76, 16, 20, insgesamt 112. Jeder, der da abweicht und das nicht alleine rechnen kann, der kann gerne fragen. Ja, Fanny, 48, 50 und 52, das ist richtig, aber das, Katrinchen, sorry, Fanny, ich muss bei Fanny bleiben. Das sind 56. Der Kragen wird da anders mit bedacht. Das ist halt eine etwas, also die Anleitung ist nicht falsch, aber sie ist älter und ich finde die Art, das so zu aufzubauen, viel eingängiger. Und diese 48, 50, 52, das ist so ein theoretisches Maß. Ich habe es aber, so, das ist die richtige Erklärung. Das ist ein theoretisches Maß, was sich aber am Körper nicht wirklich wiederfindet. So, deshalb könnt ihr von 56 Zentimeter Länge ausgehen. So, also wer Hilfe braucht, seine Maschenprobe hier anzupassen, der muss sich halt nochmal melden. Es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Deshalb würde ich nämlich jetzt gerne noch auf die Weite eingehen. So, und dazu, also das ist die Länge.
Jetzt kommt aber nochmal die Weite ins Spiel. Und in der Anleitung Waltraud, mache ich gleich am Ende. Ich glaube, wir lassen die Projektfotos weg. Ich würde lieber am Ende, wenn ich mit meiner Erklärung zur Weite durch bin, lieber nochmal eure Maschenproben angucken und Maschenanschlag ausrechnen. Das ist heute sinnvoller. So, passt auf, ich gehe erst kurz durch die Weite und dann widme ich mich wieder den Fragen. Wenn ihr euch die Hanne anschaut, wenn ich von gestrickter Oberweite rede, wisst ihr, was ich meine, ne? Also nicht eure Körperoberweite, sondern gestrickte Oberweite. Das, was man stricken muss, damit so ein Teil auch passt. Und die gestrickte Oberweite findet sich bei Hanne hier, also von da bis da. Mit den Ärmelchen an. Und im Schnitt ist das exakt diese Strecke. Das ist die gestrickte Oberweite. Die ist hier ganz genau so lang, nur kann ich es ja nicht zeichnen. Ich muss ja irgendwie verjüngen, also kann ich es nicht gerade zeichnen. Es ist ein zeichnerisches Ding, aber die gestrickte Oberweite ist hier ganz genau so wie hier. Das müsst ihr jetzt einfach mal so hinnehmen. Das heißt, hallo Maria, herzlich willkommen, freue mich, danke, dass du Mitglied geworden bist. Weiß ich sehr zu schätzen. So, das heißt, ihr nehmt ein Maßband, legt euch das locker um die stärkste Stelle, aber nicht so knalleng, wie würdet ihr ohne alles messen, sondern schon so mit so ein bisschen Spiel, so wie ihr möchtet, dass Hanne sein soll. Ja, Antje, kraus rechts, Maschenprobe kraus rechts. Und das, was ich gleich noch mache, also euren Maschenanschlag ausrechnen, können wir nächste Woche noch genauso weitermachen. Ist kein Ding. Also ihr braucht sich jetzt keiner stressen. Wir haben noch mindestens drei Sonntage, um alle Fragen zu klären. In der Anleitung sind die Oberweiten cm, 104 und 112. Also die kleineren Größen haben es gut, die können exakt nach Anleitung gehen. Das ist S, M und L. Und findet sich hier wieder, wenn ich von der kleinen ausgehe, 10, 10, 38, 19, 19 Zentimeter. Ulrike, ich habe auch 130, kann ich dir gleich exakt zeigen, wie du stricken musst. Das Gute ist, dass ja, es wird ja so gestrickt. Das heißt, ihr braucht, wenn ihr einmal den Maschenanschlag ausgerechnet habt, habt, ja doch, war richtig, habt.
und eure Maschen hier habt, dann könnt ihr ganz, ganz, ganz bequem nach Zentimetern stricken, also nach Reihen und einfach so lang stricken, bis es reicht. Das ist super einfach. Man kann es sich anhalten, man kann sich vor einen Spiegel stellen, also dieses Querstricken, wo man dann wirklich nur noch stricken muss und nicht mehr rechnen, hat schon was für sich. Okay. Ja, ihr seid auch Schätze, Schätzchen. Das geht ja immer in beide Richtungen. Das, also, jetzt wo Ulrike von 130 sprach, will ich es mal gerade mit 130 auch vorrechnen. Ulrike möchte also hier Oberweite technisch 130 Zentimeter haben. Die Jacke, also Jacke Hanne, soll bei Ulrike 130 Zentimeter einmal rundherum um die Oberweite gemessen weit werden, was sich dann hier wiederfindet. Oder anders gezeigt, von hier bis hier 130, weil Ulrike sagt, sie will 130 Oberweite. So. Hundertdreißig. Zehn Zentimeter davon gehen auf die Seite. Also macht ihr noch keinen Kopf, wie es gestrickt wird. Wir verteilen jetzt erstmal nur die Zentimeter. Wie es gestrickt wird, das kommt alles noch. Und ich würde die Seitenteile, das ist das, was hier unten drunter liegt, ist das bei keiner Größe länger machen als 10. Das ist schon das Allergrößte. So, das heißt, hier ziehst du schon mal 20 Zentimeter ab, die auf die Seiten müssen. Sind 110 Zentimeter übrig. Die teilt man durch 2, sind 55 Zentimeter. Das heißt, dein Rückenteil muss 55 Zentimeter breit sein. Dann nochmal die 55 durch 2, weil es gibt ja zwei Vorderteile und das sind dann 57, dann würde ich dann 58 pro Vorderteil machen. So, zack, hast du die Jacke weiter. Auf deine 130. Es ist super einfach. Und wie gesagt, nächste Woche stricke ich vor. Für mich ist der Maschenanschlag diesmal fast ein bisschen schwieriger auszutüfteln, als die Jacke weiter zu stricken. Kommt ihr mit? Könnt ihr folgen? 28? Nicht 58? Oh, wo habe ich mich? Oh! Okay. Ja, oh ja. Gut, dass ihr aufpasst. Natürlich. Natürlich. Natürlich, völlig richtig. Ich habe das Richtige gedacht. Nee, Rita, das klingt nur schwierig. Aber guck dir dieses kleine Modellchen an. Du strickst, fängst hier mit dem Vorderteil an. Dann kommt die Seite. Dann kommt das Rückenteil, dann kommt die zweite Seite, dann kommt das andere Vorderteil. Und man kann unterwegs immer wieder anhalten und gucken, welchen Anschlag, ich würde Kreuzanschlag nehmen, den nehme ich ja immer. Vorhin habe ich was gesehen von I-Cord-Anschlag. Nee, ich würde ganz normalen Kreuzanschlag machen. Genau.
Nee, nee, Angel, ich war falsch. Ich habe das Richtige gedacht und das Falsche hingeschrieben. Ist aber auch schon eine Herausforderung. Lesen, rechnen, erklären und dann auch noch. Richtig hinschreiben. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Soll ich euch noch Maschenanschläge vorrechnen mit dieser Einteilung? Wer eine alte Anleitung hat, da steht übrigens oben A. Und hier B, das ist aber falsch. Wir haben das geändert in B und A. So ist es in der Anleitung. Und wer jetzt eine von den alten erwischt hat, muss sie sich einfach über den Community-Tab nochmal runter, neu runterladen. Da ist es hier nämlich jetzt verbessert. Also wollt ihr das erstmal sacken lassen? Wollt ihr erstmal Maschenprobe stricken? Soll ich noch für jemand anderen vorrechnen? Mache ich aber auch gerne nächste Woche. Ich bin ganz offen, was ihr jetzt braucht. Habt ihr das nachvollziehen können? Ist es doch zu kompliziert? Also es ist ja immer, ihr wisst ja, ich erkläre immer gerne und auch gerne in der Tiefe. Ihr könnt natürlich jederzeit einfach nur die Anleitung nehmen und abstricken. Ne? Dann braucht ihr euch darüber so gar keinen Kopf machen. Dann strickt ihr einfach nach Anleitung, folgt noch den Erklärungen, die ich dann zum Vorstricken gebe nächste Woche. Ihr könnt auch, ihr könnt es ja so machen. Ihr könnt ja erstmal gucken. Maschenprobe stricken, schön fest. Die Länge überlegen. Reichen euch 56 cm. Und dann versucht ihr mal die Einteilung hinzukriegen. Schickt uns das per E-Mail an kontakt@janstor.de und wir geben euch eine Rückmeldung. Ja, gut gerechnet oder nee, das würden wir anders machen. So können wir es natürlich auch machen. Ja, Frank, Martina, Marita. ja, klar. Mache ich gerne. Und natürlich kannst auch du erstmal jetzt in Ruhe stricken heute. Auch kannst es auch per E-Mail schicken oder nächste Woche im Live fragen. Ist kein Ding. Ich stelle mich auf das ein, was ihr möchtet und braucht, vor allen Dingen. Ich gehe ja bei diesen Erklärungen immer davon aus, wie würde es mir leicht fallen, aber das ist ja, also ihr müsst ja damit zurechtkommen. Langsam. So, ich sehe keine Fragen. Habe ich Fragen übersehen? Seid ihr sehr traurig, wenn wir die Projekte weglassen? Die ersten verabschieden sich schon, ist 10 Uhr. Ich habe super, super schöne Fotos bekommen von euch, aber kann ich auch nächste Woche noch zeigen. Ulrike möchte 64 stricken. Ja, das rechne ich jetzt noch eben vor, ne? Das ist jetzt noch mal so eine kleine Aktion, die wir gut unterbringen können. Also, pass auf. Die Weite mit 130, das ist jetzt klar, aber Ulrike möchte auch verlängern. So.
Wir legen wieder diesen Trichter zugrunde. Hier ist der Maschenanschlag und Ulrike möchte, was war das, 64 stricken und nicht 56. Jeder, der länger stricken möchte, ich würde nicht im oberen Bereich groß was ändern. Du kannst hier auf 11 gehen und nicht 10 wie in der Anleitung und du kannst auch hier auf 10 gehen, aber größer würde ich das nicht machen im oberen Bereich. So, das heißt, du hast hier unten noch, bevor ich mich gleich lächerlich mache, rechne ich mit der Maschine 64 minus 11 und minus 10, dann hier unten noch 43 Zentimeter übrig. So. Also das hat noch nichts mit dem Arm zu tun, ne? Da sind wir noch nicht. Das sind nur die Wendestellen. Quatsch. Ulrike, welche Maschenprobe hast du? Habe ich das gesehen? Hätte ich das sehen müssen? Bitte. Wegen meinen 90 Maschen, sagt Waltraud. Was sind 90 Maschen bei dir? Das kann keine Maschenprobe sein. Also Waltraud, schreib doch bitte nochmal, was du meinst mit den 90 Maschen. Ich bleib so lange hier. Ich habe keinen Stress heute. Aber 90 Maschen, das verstehe ich nicht. Das bringe ich nicht in den Zusammenhang. Also du müsstest mir deine Maschenprobe sagen, Altraut. Und Ulrike hat welche Maschenprobe? 18 Maschen. So, ja. Also 18 Maschen. Das heißt, du hast 64 mal 18 geteilt durch 10, du schlägst 115 Maschen an und hast hier 18 Maschen. Hier unten 78 und hier oben 20. So machst du deine Einteilung, Ulrike. Joanna möchte noch Fotos sehen. Es ist gerade so gemütlich. Ich bin aber auch noch nicht mit den Fragen durch, Joanna. Conny, die Anleitung bekommst du, wenn du Mitglied wirst meines Kanals, wenn du im Jahnstor Wolle kaufst und dir die Hanne-Anleitung, musst du halt suchen, in den Warenkorb legst. Da wird sie dann gleich abgezogen und ist kostenlos. Oder du musst sie kaufen, wenn du eigene Wolle mitbringst. So ist es. So, Conny hat 43. Was ist die 43? Hat das was zu sagen? Ist das eine Frage? Dorothee schreibt 44 Zentimeter. Das können nicht eure Maschenproben sein. Ist das die Länge? Okay, Waltraud gibt mir Angaben, mit denen ich arbeiten kann. gut, Waltraud. Waltraud hat 15 Maschen. Auf 10 und möchte 90 Maschen anschlagen. Und das passt auch, weil es ist fast so wie in der Originalanleitung. Und deine Jacke wird dann 56 Zentimeter lang. Und die Einteilung ist dann wie bei der Original,
Du hast 20 Maschen, 16 Maschen und 76 Maschen. Bei einer Maschenprobe von 15 Maschen. Das ist jetzt so ein bisschen großzügig gerechnet, aber das kann man auch. Das Ergebnis, habe ich mich schon wieder verrechnet, Conny? Also wichtig ist, dass ihr das Prinzip versteht. Ach, ihr habt für mich gerechnet, Dorothy. Oh, danke schön. Danke. Ihr habt für mich gerechnet. Ja, ich schnell merke, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Ja. Heike fragt nach Silkgarden 20 oder 21. Silkgarden oder Silkgarden Sock, Heike? Also die Silkgarden Sock finde ich mit 19 Maschen auch von der Griffigkeit her. Das ist nicht bretthart, es ist aber stabil. 20 Maschen wäre ja noch fester. Das wäre mir bei der Silkgarden Sock zu fest. Deshalb Silkgarden Sock. Also diese hier. 19 Maschen fand ich jetzt optimal. Ja, Sock. Noro sagt, bei der Sock 20 bis 22. Ich glaube, das ist aber, wenn man wirklich Socken stricken möchte aus ihr. Da muss es ja noch mal ein Schlag fester sein. Und meine Hanne, das ist sie hier, da fand ich mit 19 Maschen, das fand ich sehr, sehr gut. Ja, danke, Maria. Ja, ihr seid ja aber auch süß. Keine Hate-Kommentare, keine Nörgeleien, kein Gemecker. Es ist ja mit euch auch sehr, sehr einfach. Für mich. Beate geht schon. Tschüss, Beate. Also jeder, der jetzt zum Beispiel denkt, er hat es verstanden, aber dann nachher da sitzt und dann doch irgendwie nicht klarkommt, wartet auf nächsten Sonntag oder schreibt die Frage in die Kommentare. Das geht natürlich auch. Also ich bin ja auch beim YouTube-Beantworten immer sehr gründlich. Und eine E-Mail könnt ihr natürlich auch schreiben an kontakt@jahnstor. Anrufen könnt ihr allerdings nicht mehr im Atelier. Das mussten wir einstellen, weil die Werbeanrufe, das war eine einzige Katastrophe. Das hat so überhand genommen. Und meine Mitarbeiter im Atelier müssen ja die Anrufe respektvoll behandeln, egal ob wer da jetzt dran ist. Also wenn ich privat einen Call-Center-Anruf bekomme, da bin ich mittlerweile, was möchten Sie verkaufen? Nee, danke, tschüss. Aber das können ja die Mitarbeiter im Atelier nicht machen. Und wenn die dann wirklich pro Tag 10 Call-Center-Anrufe abhandeln müssen, da kommt keiner mehr zum Arbeiten. Deshalb, Telefon ist aus, mussten wir einfach einführen, aber per E-Mail erreichte uns immer Rückruf, könnt ihr auch, wenn das am Telefon, wenn ihr am Telefon sprechen möchtet, dann muss man halt einen Termin machen, das geht ja auch, aber Randmasche, Knötchenrand. Das ist hier bei dem Zopf. Der Fall. Kleine Knötchen. Also damit meine ich in Hinreihen und in Rückreihen die Randmaschen recht stricken. Hier oben finde ich sowieso sehr schön. Geht mir das Dunkle ein bisschen auf den Geist, aber jetzt lasse ich es so. Also Randmaschen in Hin- und Rückreihen rechts. Strickfamilie, was für ein schönes Wort. Wer ist da denn drauf gekommen? Katja. Große Strickfamilie, genau. Das ist doch schön.
Danke, Dorothee. Auch ein nettes Kompliment. Dorothee findet super gut hier. Patentrand, ja, möglich ist ja immer so viel. Im Zweifel probier es aus. Ich habe so bei Hanne gedacht, da muss man so viel, also nicht, dass es schwierig ist, aber es ist schon ein bisschen ungewohnte Stricken und da hat man genug mit zu tun. Da muss man vielleicht nicht noch komplizierte Ränder machen. Möglich wäre das aber. Wenn du da Bock drauf hast, mach. So, ich mache keine Projektfotos mehr. Das käme dann auch denen, die mir Fotos geschickt haben, nicht. Also das, wie sagt man, wird denen nicht gerecht, wenn ich jetzt hier im Schnelldurchlauf. Das machen wir gemütlich nächste Woche. Wir haben ja dann auch Advent. Einen schönen Adventssonntag. Marlis, ja, sehr gerne. Pass auf, du musst einfach nur auf die Startseite von meinem Kanal. Den Kanal findest du. Da, das ist ja mein YouTube-Kanal. Und da musst du einfach nur drauf gehen. Kleinste Stufe, 1,99 im Monat. Und dann bist du Mitglied. Kann man jederzeit kündigen. Auch wieder. Und so sieht das dann aus. Und wer nochmal nachgucken möchte, also es ist ja auch immer ein guter Weg, sich die Playlists abzuspeichern. Na, da sind wir heute, da wollte ich gar nicht hin. Die Playlist. Da. Also das war das erste Video, wo ich sowas zur Wolle gesagt habe. Da hatten wir schon mal Fragen abgehandelt und das ist quasi heute. Und in dieser Playlist, die könnt ihr euch abspeichern. Kann ich jetzt nicht, weil ich ja auf meinem eigenen Kanal angemeldet bin. Aber ich speichere mir immer gerne alles ab in Form von Playlists. Dagmar, das macht YouTube. Die ganze Abrechnung, Bezahlerei macht YouTube. Da habe ich nichts mit zu tun, außer dass ich es ausgeschüttet bekomme. Aber ich denke, man kann mit allen gängigen PayPal, Kreditkarte sicherlich. Und Silvia hat noch eine Frage, wenn die Weite größer wird, ob man beim Wechsel der verkürzten Reihen etwas ändern muss? Nein. Wechsel der verkürzten Reihen. Also ganz egal, wie weit. Wo war meine Geschickte? Wie weit das wird? Werden immer diese 6 Reihen gestrickt und du hast immer die Abstände hier oben gleich und strickst dann halt nur länger. Das ist der einzige Unterschied bei der Weite. Alles andere bleibt wie auch bei den kleinen Größen und in der Anleitung beschrieben. So. Hab keine wichtigen Fragen übersehen, oder? Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Dagmars Frage, wie man bezahlt mit Credit Card oder ja, PayPal geht doch bestimmt auch, oder? Daumen hoch, genau. Das, also was mir ja immer am allermeisten hilft und es ist schon, ich habe lange, habe ich gedacht, ach komm,
Scheiß drauf. Aber nee, sind schon Sachen, die mir helfen und auch hier auf YouTube gefunden zu werden. Und was mir dabei am allermeisten hilft, ist Watchtime. Also wenn ihr meine Sachen guckt, anmacht. Könnt auch zwischendurch weggehen, Plätzchen backen, kochen, ich weiß es nicht. Aber das Angucken, das hilft mir tatsächlich hier am allermeisten. Nadelstärke für die Silk Garden Sock habe ich genommen 4. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ja, Katrinchen hat völlig recht, Petra. Du musst, also solltest du auch die Silk Garden Sock haben. Nur mal hypothetisch. Und möchtest du auf meine Maschenprobe von 19 Maschen auf 10 cm kommen, dann musst du so lange die Nadelstärke wechseln, weil vielleicht strickst du ja lockerer oder fester als ich, bis du 19 Maschen auf 10 cm hast. So ist ja das Prinzip. Danke, danke, Angel. Vielen lieben Dank für deine Watchtime und davon sau viel. Freut mich sehr. Okay, so sind wir jetzt dann durch. Die wichtigsten Fragen sind, ich gehe euch ja nicht verloren, nächsten Sonntag geht's weiter. Vorkasse weiß ich gar nicht, Dagmar. Das kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du nicht klarkommst, schreib Iris eine E-Mail, die kümmert sich dann und erklärt dir alles genau. Jetzt aber. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Macht euch einen sehr schönen Sonntag. Macht euch eine super schöne Woche. Achtet auf euch. Gerade jetzt in dieser Stresszeit mit dem useligen Wetter. Und ich sage tschüss, bedanke mich fürs Zuschauen und eure wunderschönen, lieben Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss, tschüss.